So, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 17. Juni 2020. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. So, wir gehen in die Mitte, wie immer, und sehen hier unten grüne Linien. Das ist ein Trade von gestern Mittag, den wir gestoppt haben und den wir eventuell um 9 direkt lösen. Ein Hedge, den wir im fünften Trade pausiert haben. Das machen wir immer kurz vor der Mittagspause, und um dann zu üben, auch am nächsten Tag den sauber zu lösen. Und zwar lösen wir ihn dann mit der Vola-Box. Aktuell sehen wir bei 12.300 eine Box 12.307 zu 12.292. Wir gehen nach wie vor, solange wir keine Vola-Box wieder haben, unter 20, gehen wir nochmal auf die 20er-Ebene. Das heißt, eine 20er-Box auch beim Big Number, Linienabstand einfach oben einzeichnen, und dann hat man das. Das heißt, wir gehen bei 12.310 einmal Long oder 12.290 gehen wir Short. Das Ganze ist ein bisschen tricky, weil wir Daily Pivot und Big Number an einem Punkt haben. Ist etwas risikoreicher. Also möchte ich hier auch vorweg sagen, ist etwas risikoreicher, denn der Daily Pivot, da klebt der Kurs auch sehr, sehr gerne. Also wer diesen Trade nicht machen möchte, kann ich verstehen. Ich möchte es nur hier gesagt haben, dass das stürmisch werden könnte dort auf diesem Level. So, auf der rechten Seite gehen wir auf das nächste Level, nämlich 12.400, und dort sehen wir, haben wir kein Pivot, und 12.410 Long, 12.390 Short. Das sind die beiden aktuellen, ja, Fallen. Wir gehen mal jetzt in den Trade rein und schauen uns mal die Vola-Boxen an und sehen gestern 13er Box, 14er Box. Das heißt, wir sind eigentlich schon wieder unter 20. Das heißt, wir sind eigentlich wieder unter 20, und das bedeutet für mich, sobald die erste Vola-Box erscheint, das habe ich nicht gesehen, gehe ich wieder auf 15. Ganz einfach, ich gehe wieder auf eine 15er Box, Big Number 15er, einmal hier und auch hier auf eine 15er. Das bedeutet 12.307 und 12.292. Bei den Vola-Boxen, oder Entschuldigung, bei den Vola-Boxen bleiben wir bei 20 erstmal heute Vormittag, wenn wir den Hedge aufgelöst haben sollten, weil wir eine 20er-Box als Hedge auch haben. Das führt nachher nur noch zu Irritationen. Vola-Box bleiben wir 20, Big Number wechseln wir auf 15. Also 12.307 gehen wir Long, 12.292 gehen wir Short bei dem Level 12.3. Und bei 12.4 genau das Gleiche. Das heißt, 15er Boxen aktuell. Und wir sehen hier oben, das reale Risiko ist kleiner, als ich es haben wollte, 0,0110. Das heißt, wir kommen hier beim ersten Trade relativ zügig auch raus. Gut, der Hedge, das ist hier dieser. Den haben wir gestern unten gegen Mittag aufgelöst. Wir haben das Schloss vor. Ja, der wäre trotzdem in den Gewinn gelaufen, aber hätte wenn und aber. Und hier wollen wir den mit einer Vola-Box auflösen. Das werde ich dann nachher kommentieren. Gut, also Vola-Boxen, Blue-Boxen jetzt wieder unter 20, auch wenn es in den Abendstunden waren, aber das habe ich mir gesagt, sobald Vola-Boxen unter Blue-Boxen unter 20 sind, gehe ich wieder runter auf 15. Das war also ein kurzes Intermezzo. Wir sehen gestern 50er, 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 70er und 58er. Ja, und bei den grünen Boxen das waren die 16er.
Gehen wir auf 5 Minuten. Dann sieht man das ein bisschen besser. Dort rein, dort rein, dort rein, dort rein, dort rein, dort rein. Und dann gegen Mittag das Gedöns hier. Denn da rein. Dann haben wir hier nochmal nachmittags zwei Big Numbers getradet. Eins, zwei. Dann einmal rein, einmal runter. Ja, und dann hier oben Big Numbers. Denn Vola-Boxen hier. Also gestern Nachmittag, gestern Abend konnte man noch ein paar gute Trades ansetzen. Sehr schön, wer die Zeit vom Bildschirm gehockt hat und nicht im Garten war. Gut, das heißt, wir sind alle Trades erstmal jetzt soweit durchgegangen, bereiten uns vor, haben zwei Boxen platziert, Big Numbers 12.3, 12.4 und warten dann jetzt gleich auf die Markteröffnung in 24 Minuten. Es sei denn, es passiert schon kurzfristig was, dann sind wir natürlich sofort dabei. MTX Master Template haben wir gestern, beziehungsweise heute Morgen direkt zur Markteröffnung hier ein Long-Signal. Das Ding ist direkt explodiert und wir sehen, wir haben eine rote Sonne. Das heißt, wenn wir hier eine rote Kerze bekommen, dann kriegen wir ein Short-Setup. Gestern war dann hier nochmal ein sauberes Short-Setup gewesen. Hier war ein Short-Setup gewesen, was wir getradet haben. Ja, also zwei Signale gestern, heute ein Signal, also MTX liefert auch momentan saubere Signale ab. 8:56 Uhr, wir werden jetzt auf der rechten Seite mal die Big Number rausnehmen und bereiten uns mal mit einer Blue Box vor. Ihr wisst es ja, das geht relativ zügig. Wir aktivieren sie noch nicht, denn wir steigen hier erst ein, wenn sie blau ist, aber das kann relativ schnell kommen. Das heißt, wir gehen noch nicht auf Pending. Das würde bedeuten, wir gehen Long bei 12.350, Short bei 12.324 und hierbei muss dann diese orangene Box blau sein. Ja, wir sehen hier, auf 5 Minuten tut sich gar nichts, aber auf dem Minutenchart sehen wir, dass sie orange ist und in 3 Minuten, es sei denn, der Markt verlässt jetzt abrupt den Markt. Wir haben also in der Mitte die Big Number 12.3. Wir sind jetzt bei 36 Punkte entfernt bei 12.307 und um 9 Uhr denn gleich gibt es die Vola-Boxen und die werden wohl auch in den Bereich jetzt reinkommen, weil wir uns nicht so weit entfernt haben. Und das heißt, wir werden dann auch hier unseren Trade versuchen, denn erfolgreich fortzufahren. So, wir haben die Blue Box aktiviert, 26er und sind direkt short im ersten Trade. Somit ist das die erste Box für heute und auf dem rechten Bildrand. Und jetzt in 13 Sekunden kommen dann die Vola-Boxen rein. Und das heißt, wir verschieben das Ganze hier mal ein bisschen größer. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Vola-Boxen reinkommen. So, die Vola-Boxen sind bei 12.371 zu 12.351. Und der Eröffnungstrade heute war blau, nämlich wir haben den Blue Box Trade Pending Box nach Hause ausgeführt. gebracht. Das ist der erste DAX Trade und wir sind jetzt direkt in einen Big Number Trade auch drin. Das ist hier in der Mitte der Big Number. Das bedeutet die psychologische Marke. Da sind wir long und auch raus. Also zwei DAX Trades jetzt in kurzer Zeit. Und wir haben die Vola-Boxen bei 2,351 würden wir short gehen und 2,371 würden wir long gehen. Big Number gehen wir nochmal rein, aktivieren wir in der Mitte. Ja, wir machen jetzt weiter.
Wir machen jetzt weiter und wünsche euch einen schönen Handelstag und wenn ihr Lust habt, dann bis morgen.